Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Zauberstab-Werkzeug richtig verwendest. Ich finde das Zauberstab-Werkzeug hier in meinem Werkzeugkasten. Das ist dieses Symbol. Und das Zauberstab-Werkzeug gehört zu den sogenannten Auswahlwerkzeugen, also zu allen Werkzeugen, mit denen ich einen bestimmten Teil eines Bildes auswählen kann, damit ich nur diesen Teil bearbeite. Ihr seht hier ein Bild von der Salzburger Festung und mich stört hier ein wenig der Himmel. Ihr seht, er ist hier relativ weiß, es war ein sehr bewölkter Tag. Das Bild würde einfach noch besser aussehen, wenn der Himmel schön blau wäre. Und wir wollen nun versuchen, mit GIMP den Himmel zu ändern. Dazu muss ich als allererstes den gesamten Himmel auswählen und das ist prinzipiell gar nicht so einfach, da ich hier ganz unterschiedlichste Formen und Kanten habe, aber mit dem Zauberstabwerkzeug sollte es dann kein Problem sein. Ich klicke hier einfach auf einen Teil des weißen Himmels und dann seht ihr schon, wird all das rund um die Festung herum ausgewählt, was weiß ist. Und genau das macht auch das Zauberstabwerkzeug. Es wählt ähnliche Farben aus, die zusammenhängen. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, hier ist eigentlich so ein leicht bläulicher Fleck, auch der wird mit ausgewählt. Das will ich hier in diesem Fall ja auch. Falls ihr euch aber wundert, ich kann das Zauberstabwerkzeug hier mit dem sogenannten Schwellwert genauer einstellen. Das heißt, momentan habe ich einen Wert von ca. 50. Wenn ich den jetzt weiter hinunter drehe, ich gebe mal 14,4 und jetzt wähle ich wieder das aus und jetzt sehe ich, es werden diesmal viel enger die Grenzen gezogen. Das heißt, das Blau ist nicht mehr dabei. Wenn ich den Wert sehr groß wähle, ich gehe mal auf 168, dann sehe ich, wird extrem viel vom Bild ausgewählt. Fast zu viel. Probieren wir es mal mit 145. Auch hier noch sehr viel. 104. Wird wenig ausgewählt, aber bereits zu viel, nämlich die Burg ist hier auch mit dabei und das will ich nicht haben. Deshalb habe ich hier mit 50 einen bereits sehr guten Wert ausgewählt gehabt. Ich gehe mal noch zurück auf 50, weil dann wählt mir genau das aus, was ich will. Ich muss also wahrscheinlich immer bei jedem Bild individuell hier mit dem Schwellenwert hin und her probieren, bis GIMP so eingestellt ist, dass tatsächlich nur das ausgewählt wird, was ich auch auswählen will. So, nachdem ich den Himmel jetzt nun ausgewählt habe, werde ich ihn mit der Entfernen-Taste auf meiner Tastatur löschen. Und jetzt seht ihr, ist er ganz weiß. Und das mache ich deshalb, da ich jetzt einen neuen Himmel zeichne, nämlich mit dem Füllenwerkzeug, das ihr bereits kennt aus einem früheren Video. Ich kann damit eine Fläche füllen, zum Beispiel mit einem tollen Blauton. Ich versuche mal hier einen Blauton zu finden, der in etwa der Farbe des Himmels entsprechen könnte. Probieren wir es mal. Dann klicke ich in die Auswahl hinein und der Himmel wird eingefügt. Wenn mich jetzt noch diese strichlierten Linien, die sich hier bewegen, stören, dann gehe ich auf Auswahl, nichts auswählen und sie sind weg. Und ja, ich bin schon ganz zufrieden mit diesem Ergebnis. Es sieht auf jeden Fall viel besser aus, als wie zu Beginn mit diesem weißen Himmel. In diesem Video hast du gelernt, wie du das Zauberstabwerkzeug richtig verwendest. Und wofür du es beispielsweise verwenden kannst.